Hallo, da bin ich wieder. Natürlich für dich. Heute ist 21. Oktober 2024. Es ist genau 13.23 Uhr. Ja, wir machen jetzt Pause. Wunderschön. Ja, bergab wandern. Sehr schöne Wanderroute, weißt du. Ja, Wandertour. Ich mag mit den Hunden. Macht mir Spaß. Ja, ich habe viel geschwitzt. Jetzt mag ich wandern oben ohne. Ja, Vitamin D. Nicht immer mit dem T-Shirt. Sonnenschein, besser, weißt du. Das sollst du auch machen. Sowieso niemand ist da. Sauberes Luft, weißt du. In der Stadt mag ich sowas nicht, weil zu viel Abgas. Ja, die Haut atmet auch die Luft, weißt du. Abgas schlägt für den Körper. Besser mit dem T-Shirt in der Stadt. Aber hier in der Wald braucht man kein T-Shirt. Sogar ganz nackt kann man wandern machen. Ja, natürlich. Warum? Da gibt es niemanden. Oder? Sonnenschein. Man fühlt natural, weißt du? Man fühlt better. Ja, man fühlt sich besser. Natural. Warum immer mit Klamotten? Manchmal Leben, Freiheit muss man genießen. Ich denke so. In der Natur, in der Wildnis. Ja. Gott hat uns so geschaffen. Ganz nackt, weißt du, die früheren Menschen haben ganz nackt gelebt. Schau mal, griechische alte Statuen. Alles ist nackt. Die Männer zeigen, was sie haben. Aber die meisten haben sehr kleine Pimmel. Ja, griechische Männer. Ich glaube, die früheren Männer haben kleine Pimmel gehabt. Weil die Statuen zeigen es, weißt du. Ja, Spaß muss sein. Natürlich, das geht nicht ganz nackt wandern. Oben ohne schon. Mit dem richtigen Equipment, schau her. Der Hund ist schon da. Zu heiß. Es wird überhaupt nicht kälter, weißt du, immer noch zu heiß. Mittelmeerland. So ist das, so geht das hier. Bis Dezember. Ab Dezember wird es kälter. Ich glaube genug. Willst du noch schlafen? Nein, es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Komm. Schau hier, so eine schöne Umgebung. Genug. Ja, die Hunde ist so treu, weißt du. Machen überhaupt keine Probleme. Nicht wie Katzen. Aber Katzen fangen Ratten und Mäuse. Das ist gut. Sonst gäbe es zu viel Ratten und Mäuse. Katzen muss man haben. Frühere Zeiten, die Menschen haben in Europa Katzen vernichtet. Und dann überall waren Ratten und Mäuse. Dann die Menschen haben es kapiert. Wieder Katzen behalten zu Hause. Ja. Der Mensch ist der gefährlichste. Fühlen Sie die Natur. Herbsttag. Schau die Blätter an. Durchsichtig. Ja, Sonnenschein. Wunderbar. Ich habe BMW gefahren, Mercedes. Ferrari, Lamborghini, McLaren, sogar Rolls Royce habe ich gefahren. Ja, jedes Art Auto habe ich schon gefahren, Pontiac auch amerikanische Auto. Aber was ich jetzt mache, in der Wald spazieren gehen mit dem Hunden, macht mehr Spaß als Autofahren, Luxusautofahren. Ja, Erfahrung. Mehr Vergnügen, glaubt mir. Was ist Autofahren? Gas geben und hocken im Auto. Wie sagt man das? Ich vergesse immer.
Autositz, ja, Autositz, tust du überhaupt nichts, das ist kein Sport. Ja, Formula-Rennwagen, weißt du, oder was weiß ich, die anderen. Ja, das ist kein Sport, Autofahren auch nicht. Aber was ich jetzt mache, das ist Sport, weißt du. Macht mir Spaß. Ja, manche junge Menschen denken, das ist für alte Menschen, stimmt überhaupt nicht. Bewegung, Sport, besser als in Sporthalle. Ich habe Sport gemacht in Sporthalle, Bodybuilding-Zentrum. Jeder schwitzt und stinkt, aber hier, fresh air, you know, frische Luft. Man wird überhaupt nicht aggressiv hier. Aggressivität abbauen. Ja, wenn du Aggressivität abbauen willst, dann sollst du auch irgendwann im Wald wandern machen, wie ich. Ja, weißt du, was Problem ist jetzt in Istanbul? Viele Leute nehmen Aggressivitätsabbaumedikamente. Ja, die nehmen Medikamente, jeden Tag ein Stück Kapsel. Dann lebt er wie Kuh. Beruhigt sich, weißt du, Beruhigungsmedikamente. Nehmen zu viele, weil gibt zu viel Stress. Ja. Hier braucht man sowas überhaupt nicht. Du kannst schreien, du kannst machen, was du willst. Ja. Ja, die Natur gibt uns Kraft. Schau, heute ist wolkig. Sonnenschein ist schon hinter der Wolken. Aber ein bisschen später scheint die Sonne wieder. Look at. Nicht überall Wolken. Sonnenschein und Schatten. So schaut es aus. Heutige Wandern. Und macht Spaß natürlich. Ja, bergab. Jetzt, was ich mache, bergab wandern. Tief einatmen und ausatmen ist sehr wichtig. Dieser Baum hat meinen Weg blockiert. Eichenbaum. Nein, nicht blockiert, Xavier. Da kann ich schon gehen. So, hier. Es gibt so viele Arten von Eichenbäume. In Deutschland habe ich sowas gesammelt. Ja, das habe ich verkauft zu den Förstern. Hatte mir Geld bezahlt. Förster. Und was hat er gemacht? Bringt alles zum Wald. Für die Kirche und für die Schweine. Futter. Ja, die denken, die Wildtiere, weißt du, Förster in Deutschland. Ja. Ich möchte da ein bisschen Sonnenbad machen und ich möchte ein bisschen Bier trinken. Macht mehr Spaß. Ja, nicht immer. Schau mal, so ein schöner Ort. Hinter der Kamera Kastanienbäume, da herrscht Frieden, Ruhe, niemand ist da. Da lege ich mich hin, mache ich ein bisschen Sonnenbad, trinke ich mein Bier. Ja, dann geht's weiter. Schau her. Alles Gute für dich. Ja, geiles Leben, das muss man erleben.